Servus, liebe Naturfreunde. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Pilze. Wer in den Wald geht, um Pilze zu sammeln, sollte unbedingt die Merkmale giftiger, gefährlicher Doppelgänger kennen. Das zeigen wir heute mal am Beispiel des Perlpilzes. Der Perlpilz ist ein schmackhafter und sehr geschätzter Speisepilz, hat einen gefährlichen Doppelgänger, den Pantherpilz. Schauen wir uns nun etwas näher die Merkmale des Pantherpilzes an. Die Knolle des Pantherpilzes ist sehr charakteristisch. Über der Knolle kann man eine, manchmal auch zwei Gürtelzonen entdecken, die man auch als Bergsteigersöckchen bezeichnet. Etwa in der Mitte des Stieles befindet sich eine Manschette, die nicht gerieft ist. Nicht gerieft bedeutet, die Manschette hat keine Abdrücke, keine sichtbaren Abdrücke von den Lamellen. Bei jungen Pilzen steht diese Manschette in der Regel etwas ab, legt sich aber im Alter immer mehr an den Stiel an. Kommen wir nun zur Hutfarbe, die von hellbraun bis ganz dunkelbraun variieren kann. Der Stiel des Pantherpilzes ist bei alten Exemplaren meistens hohl. Der Stiel an sich ist bei dem Pantherpilz etwas faserig. Die Hüte können zwischen 4 und 10 cm Breite erreichen. Auf den Hüten kann man bei trockener Witterung weiße Hüllreste als weiße Punkte zu erkennen. Wichtig ist, die Punkte auf dem Hut bei dem Pantherpilz sind immer weiß. Da haben wir wieder den sehr giftigen Pantherpilz. Man sieht schön die Bergsteigersöckchen an der Knolle. Darauf muss man achten. Und die wirklich weißen Hüllreste auf der Hutoberseite. Der Perlpilz ist, wie am Anfang schon erwähnt, ein wirklich sehr guter Speisepilz. Ja, was man hier auf jeden Fall schon ganz gut sehen kann, ist, dass bei den Perlpilzen die Schüppchen nicht weiß sind, sondern grau. Das sieht man auch hier ganz deutlich und man sieht, dass der Stiel so langsam in die Knolle übergeht. Und es gibt schon Fraßstellen, wo sich der Pilz rötlich verfärbt. Also den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, mal zu zeigen, wie unterschiedlich die in ihrer Erscheinung sein können. Das sind beides Perlpilze. Der hier eher oliv, der daneben rosa, weißlich.
Beides sind aber Perlpilze. Hier habe ich noch ein Prachtexemplar von einem Perlpilz. Unglaublich schön und groß. Wirklich, wirklich schön. Das ist auch ein Perlpilz. Da stehen hier wirklich Mengen herum. Überall. Ich mache mal ein paar Aufnahmen. Hier der nächste. Oder der nächste. Und hier die nächsten zwei. Und dieser Perlpilz ist sogar fast ganz weiß. So sieht er unten aus. An der Knolle. Und man sieht, ganz deutlich, hat sich etwas rötlich verfärbt. Da haben wir den nächsten. Und ein paar Meter daneben wieder ein etwas dunkleres Exemplar. Wunderschön. Haben wir noch einen, der kommt gerade aus der Erde. Wunderschön. Das sind richtig, richtig schöne Perlpilze. Da unten kommt noch ein dritter. Die nehme ich noch mit. Am Ende sei noch der graue Wulstling erwähnt, der aufgrund seines geringen Speisewertes für Sammelzwecke eigentlich nicht in Betracht gezogen werden sollte. Außerdem könnte man ihn tatsächlich mit einem Pantherpilz verwechseln und deswegen sage ich, Finger weg von diesem Pilz.